Moin, Mario hier, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Skoda S100. Das letzte Video vom Skoda ist noch gar nicht hochgeladen und ich musste einfach weiter basteln. Und zwar nachdem ich, das läuft gerade, also für mich, für euch, ihr habt das schon lange gesehen, hoffe ich doch, die Bauphasen 31 bis 35 habe ich euch gezeigt, einen kleinen Test gemacht und so weiter und so fort. Und jetzt soll es wieder mit der normalen Folge weitergehen, mit der normalen Reihenfolge weitergehen. Bis Bauphase 47 habe ich ja verbaut. Und das heißt, es folgen dann die 48, hier haben wir sie, und die 49, hier haben wir sie. 48, 49, es wird von der Rückbank die rechte Seite zusammengebaut. Das habe ich schon einmal getan. Frecherweise habe ich das schon fertig. Und aber wir werden jetzt den Innenraum nehmen und werden dann die rechte Seite der Rücksitzbank montieren. Das machen wir doch zusammen. Hat schon ganz gut geklappt. 4 AP-Schrauben kommen. Ach komm, komm. Bevor wir jetzt die nächste Ausgabe gleich holen. Auch total eingestaubt, wird das Ganze von unterwärts einfach nur mit 4 AP-Schrauben verschraubt. Gerade noch was vom Armbrot in der Zahnlücke gefunden. So, wie gesagt, die 4 Schrauben, dann hole ich natürlich gleich für euch, habe ich da schon ein. Eine Schraube drin? Nee. Das fühlte sich irgendwie so an. So, die übrig gebliebenen Schrauben kommen dann erstmal beiseite. So, guck mal an. So, zack, zack. Ist das dann fertig gebaut? Gut. Jetzt gucken wir uns die 49 an. Also, nein, sorry, die 49 ist ja fertig. Dann kommt die 50. Guck mal an. Ausgabe 50. Hier steht was mit Kuli drauf, mit Edding drauf geschrieben. Aber 9,99 Euro hat die Slowakei. Jetzt muss ich erst mal gucken. Hier steht auch 9,99 Euro drauf. Also kann man das in Tschechien auch mit Euro bezahlen? Das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Das ist aber... Ich dachte, die haben tschechische Kronen und slowakische Kronen. Wir machen, bauen die... werden die Bauphase 50 einmal auspacken. Ihr kommt dafür dichter und dann werden wir mal schauen, was wir davon verbauen dürfen. Und die 51 machen wir auch und die 52, das ist was anderes, das machen wir nicht. Also wir machen jetzt noch die 50 und 51 und ja, kommt mal hier rauf auf den Basteltisch und dann legen wir los. Ja, was bekommen wir? Wir bekommen eine Seitenverkleidung. Hier auch noch schön aus Gummi, was wir dann hier mit doppelseitigem Klebeband ankleben dürfen. Dann eine weitere Seitenverkleidung für innen. Dann hier ein Verstellhebel. Verstellhebel? Oder was ist das? Das habe ich jetzt nicht übersetzt, aber werden wir dann sehen. Und wir bekommen den Sicherheitsgurt. So, dann fangen wir mal an. Das erste ist hier das doppelseitige Klebeband. Einmal lösen. Und das Ganze wird hier angebaxt. Ja, dann kleben wir das hier ran. Ist ja letztendlich egal, wo wir das rankleben.
Der scheint ganz schön groß zu sein. Mal besser zu groß als zu klein. Wenn zu groß, kann man ja was abschneiden. Kleben wir das hier rein. Und dann müssen wir hier noch die Seite vom Papier noch entfernen. Da geht man am besten in eine Ecke. Genau, und dann kriegt man das so ab. Und dann wird das Ganze hier aufgeklebt. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass wir das ordentlich, gleichmäßig hinbekommen. Da geht das schon los. Das backst aber ganz schön. Das klebt aber wie Hulle. So, das haben wir. Ne? Und dann, ja, nützt nichts. Wir brauchen den Innenraum. Den Innenraum. Nicht das Chassis. So, hier haben wir ihn. Und dann kommt das Ganze. Hier haben wir zwei Schraublöcher. Kommt das hier vor Ort hier rauf gesteckt, dann mit CP-Schrauben wird das Ganze verschraubt. Also viel gibt es heute, also genießt das, weil viel gibt es heute hier nicht zu sehen, weil die andere Seite wird genauso. Jetzt habe ich das weggedreht, damit man die eine Schraube sieht, aber dann sieht man die andere nicht. Zack, fest. Die andere auch fest. So, dann haben wir dieses Bauteil. Da haben wir einen Nupsi dran. Hier ist ein kleines Loch und ein großes Schraubloch. Und das kleine Loch ist, sieht aus, als wenn das viel zu klein ist. Das ist nicht ordentlich. Das ist nicht ordentlich durchgebohrt. Wollen wir jetzt Regressansprüche stellen? Nein, das machen wir nicht. Komm mal her, du Tuch, wieder ein bisschen ordentlicher. Und zwar, hier ist das Loch, von unten ist es groß genug, von oben nicht. Dann brauchten wir das, glaube ich, nur durchstoßen. Und siehe da, jetzt haut das hin. Das Ganze wird da reingesteckt und auch mit einer CP-Schraube von unterwärts verschraubt. Ja, ein bisschen besser festhalten. Und dann hinein. Ist noch lose. Das ist dann natürlich nicht richtig. Machen wir das noch ordentlich fest und bin natürlich wieder mal aus dem Bild. Das kennen wir aber, ne? So. Jetzt haben wir hier noch so einen Nupsi, aber wo soll der denn hin? Aber 38, das ist ja, den haben wir ja schon lange angebaut. Aber jetzt mal ohne Quatsch, jetzt, wo soll der denn jetzt hin? Hier ist doch schon alles fest. Wieso ist der Sitz hier nicht fest? Müssen wir da nochmal schrauben. Aber wo der jetzt hin soll? Soll ich 38D entfernen? Darf ich den denn drauf machen? Ich bin doch nicht doof, der sieht doch geil aus. Der sieht doch viel schöner aus als das Ding. Oder? Ja, ich soll das tauschen, aber der sieht doch viel hübscher aus. Und den lasse ich dann auch dran. Hier, kannst du vergessen. Das könnt ihr doch abhaken. Das bleibt da dran. So, ich werde mal den Sitz hier noch fester schrauben. Dann 51, das ist genau das gleiche in grün, das werde ich dann hier fertig machen. Und dann, ja, bin ich gleich nochmal für euch da. Bis gleich. Ja, auch auf der rechten Seite. Na, ich habe eben gedacht, jetzt ist das noch lose. Nee, auf der rechten Seite ist das Ganze jetzt angebaut. Und dann, das hatte ich erst gar nicht so richtig gesehen in der Anleitung,
werden die Gurte hier angeschraubt. Rollgurte, würde ich jetzt mal sagen. So wie die genau die endgültige Position bekommen, das weiß ich noch nicht. Aber erstmal sind sie da vor Ort. Ja, in der nächsten Bauphase weiß ich nicht ganz genau, worum es geht. Es sieht aus wie Armaturenbrett. Keine Ahnung. Wenn ihr das wissen wollt, dann müsst ihr das beim nächsten Mal wieder einschalten. Und wie gesagt, den Schaltknüppel, ich habe den jetzt nicht in schwarz gemacht, weil das findet ihr, diesen weißen, das finde ich ja richtig stark. Den habe ich ja euch seinerzeit schon mal gezeigt. So, das waren dann die Bauphasen 48, 49, 50 und 51. Jo, bis Bauphase 51 verbastelt. Die 52 habe ich schon hier. Ich kann noch aus den Vollen schöpfen bis Bauphase 62. Also können wir noch zwei, drei Videochens machen vom Skoda. Bis dann hoffentlich noch wieder die nächste Lieferung kommt. Also bis zum Ende des Jahres, denke ich mal, wenn wir genügend Futter haben für den Skoda. Ich hoffe, dass ihr euch auch darüber freut, dass wir hiermit weitermachen konnten. Die Frage ist, packe ich das jetzt hier wieder rauf bei diesem ganzen Kabelwirrwarr? Na, vorsichtig. So. Ne? Wunderbar. Einmal frei. Wir haben mit dem Skoda weitergemacht. Für heute soll es dann auch genug sein. Also mit Skoda verbasteln, verschrauben, werde ich die nächsten Tage dann irgendwann, denke ich mal, wieder weitermachen. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Skoda S100. Das tut gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein. Passt auf euch auf. Ganz wichtig. Bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kicken wir weiter in.